بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من نام الله سأل الله مصر من هاتسجن الله زيقن هاي من هاتسجكايت زرفت البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir sind angekommen, liebe Geschwister, immer noch ein Kapitel darüber, wodurch das Fasten ungültig wird. Und wir sind stehen geblieben im Kapitel 5.1.1. Und zwar das erste war das Essen und Trinken. Und wir haben uns lang genug darüber unterhalten. Und wir machen jetzt inshallah ta'ala weiter mit dem Punkt 5.1.2. Für diejenigen, die das Buch haben, auf der Seite 58. Das Thema heißt, aus Versehen die Nase beim Wudu zu intensiv gespült zu haben. Und zwar geht es darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir gesagt haben, im Hadith von Laqit ibn Sabra radiallahu ta'ala anhu, gesagt hat, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. Das heißt, spüle deine Nase intensiv durch oder aus, es sei denn, du bist am Fasten. Und jetzt ist die Frage, was ist, wenn man aus Versehen dann etwas geschluckt hat? Und der Gelehrte sagt, wenn beim Spülen der Nase Wasser in den Magen gelangt, wird das Fasten dadurch ungültig. Und der Unterschied zwischen demjenigen, der aus Versehen etwas gemacht hat, und demjenigen, der aus Vergesslichkeit gemacht hat, ist klar. Der aus Vergesslichkeit gemacht hat, er hat einen klaren Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber derjenige, der aus Versehen das gemacht hat, erstens, es gibt keinen Hadith, der diesen Teil abdeckt, und zweitens hat er der Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam zuwider gehandelt. Der Prophet hat ihm sallallahu alaihi wasallam extra gesagt, dass er aufpassen muss, und deswegen eine solche Person wird deswegen verhaftet für den Fehler, den sie aus Versehen gemacht hat, wie eine Person, die andere Sachen aus Versehen macht, aus Versehen was zerstört hat, dann haftet sie auch dafür. Und die Sünde entfällt, weil sie es ja nicht absichtlich gemacht hat. Es sei denn natürlich, sie hat gespielt und zum Beispiel etwas in den Mund genommen, wie Kinder vielleicht machen, und dadurch sich selbst sozusagen das Fasten selbst provoziert, wodurch das Fasten gebrochen würde. Wie dem auch sei, der Gelehrte sagt, wenn etwas aus Versehen geschluckt wird, dann ist das Fasten dadurch ungültig und man muss den Tag danach nachholen. Und wenn jemand davon nicht Bescheid gewusst hat, so hätte man einen Gelehrten fragen müssen. Also keiner kann sagen, ich habe nicht Bescheid gewusst und deswegen das intensiv gemacht. Er hat die Möglichkeit gehabt zu fragen, und das ist die Aufgabe eines jeden Muslims, wenn er nicht Bescheid weiß, dass er fragt. Und deswegen nicht jede Person, die nicht Bescheid weiß, ist entschuldigt. Wenn man grundsätzlich sagt, jede Person ist aus Unwissenheit entschuldigt, das stimmt mit Sicherheit nicht. Und umgekehrt genauso, nicht jede Person ist unentschuldigt, wenn sie nicht Bescheid gewusst hat, sondern das hängt ab von Thema zu Thema. Im nächsten Unterkapitel heißt es, was macht man, wenn man beim Fasten aus Versehen Essen in den Mund gelegt hat? In diesem Fall ist es unproblematisch, man nimmt es einfach wieder heraus und das Fasten bleibt gültig. Man muss allerdings den Mund waschen, damit man nicht eventuell Essensreste hinunterschluckt. Dasselbe gilt, wenn man sich die Zähne mit Zahnpasta putzt. Man muss den Mund gut ausspülen, da sich die Pasta mit dem Speichel vermischt. Sollte man nämlich den mit Essen, Trinken oder Zahnpasta vermischten Speichel schlucken, ist das Fasten ungültig. Insofern passt man auf, wenn man zum Beispiel morgens aufwacht, nachdem man abends noch gegessen hatte, dann, und man findet Essensreste vor, muss man seinen Mund davon reinigen. In 5.2 geht es um das Thema der Spritzen. Heutzutage gibt es Spritzen, die über die Venen oder Blutgefäße, also allgemein, verabreicht werden. Ist die Frage, wird dadurch das Fasten gültig oder ungültig? Manche Gelehrte sagen, dass das Spritzen, die unterscheiden erstens einmal, wo es eingenommen wird, und sie unterscheiden auch, woraus diese Spritzen bestehen, das heißt, woraus der Impfstoff oder dieser Stoff besteht. Und zusammengefasst, auch für die Spritzen gilt das Gleiche: wenn man eine Spritze zu sich nimmt, hat man etwas in den Körper aufgenommen,
egal ob man das durch den Magen macht oder ob man das durch die Venen macht, das Fasten wird dadurch also ungültig. Und der Beweis dafür, dass es keinen Unterschied macht, ob man es durch den Mund einnimmt oder anders wie, ist der Hadith von Laqid ibn Saburah, über den wir letztes Mal ausführlich gesprochen haben, radiallahu anhu. Das gilt also richtigerweise auch, wenn diese Spritzen keine Nährstoffe enthalten. Manche sagen zum Beispiel, Insulinspritzen behalten keine Nährstoffe. Das ist das Gleiche. Es gibt keinen Unterschied, und wer einen Unterschied macht, soll einen Beweis dafür bringen. Manche sagen, dass Spritzen, die zum Beispiel in die Muskeln gegeben werden, das Fasten nicht ungültig machen. Fragt man sie, und was ist, wenn sie Nährstoffe beinhalten, dann sagen sie, dann brechen sie das Fasten. Und das ist natürlich ein Widerspruch. Dadurch widersprechen sie sich. Denn wenn eine Muskelspritze, die keine Nährstoffe beinhaltet, das Fasten nicht ungültig macht, weil der beinhaltete Stoff seinen Weg ins Körperinnere nicht über den Mund gefunden hat, dann sollte dasselbe gelten, wenn der Stoff nährstoffhaltig ist. Dann sollte da kein Unterschied sein zwischen dem einen und dem anderen, wenn man also sagt, es muss durch den Mund eingenommen werden. Denn auch wenn jemand Sand absichtlich schlucken würde, was kein Nahrungsmittel ist, wäre das Fasten dadurch ungültig. Also es spielt keine Rolle, durch welchen Weg es in den Körper gelangt, und es spielt auch keine Rolle, ob es nährstoffhaltig ist oder nicht. Und das ist, wie gesagt, unter anderem abzuleiten aus dem Hadith von Laqid ibn Sabr, und das ist auch die Ansicht der allermeisten Gelehrten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Das gleiche gilt für Antimon, für die Augen. Da muss man aufpassen. Sollte es in die Augen kommen, wodurch man, das heißt, diesen Antimon, den setzt man, wie gesagt, für die Augen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auf Arabisch heißt es Kuhl, er sagte, dadurch wird der Blick klarer und das Haarwachstum wird gefördert. Und wenn man sich Kuhl auf die Augen aufträgt und später in der Kehle dessen Geschmack wahrnimmt, ist das Fasten ungültig geworden. Das gilt aber nicht, wenn man den Kuhl in der Nacht aufgetragen hat und tagsüber den Geschmack verspürt. Denn da hat man es ja in der Nacht schon eingenommen vorher. Genauso wie jemand, der gegessen hat und am nächsten Tag noch Geschmack verspürt von dem, was er gegessen hat. Es geht also nicht um den Zeitpunkt, an dem man den Geschmack wahrnimmt, sondern um den Zeitpunkt, an dem man den Kuhl aufgetragen hat. Und das ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass die Gelehrten erwähnen, dass es gleichgültig ist, ob es durch den Mund, die Nase oder sogar durch die Augen eingenommen wird. Dann im nächsten Punkt, also allgemein, schlussfolgern wir, egal in welchen Teil des Körpers man etwas einführt, wird das Fasten dadurch ungültig. Gemeint ist mit Einführen, dass man etwas reintut in den Körper, auch vom Körper aufgenommen wird. Also nicht zum Beispiel, angenommen, jemand nimmt eine Nadel und sticht dir in deine Hand rein, dann das ist in den Körper eingedrungen, aber das ist nicht vom Körper aufgenommen. Deswegen, dadurch wird das Fasten nicht ungültig. Oder auch durch das bloße Hineinschieben von Gerätschaften in das Körperinnere, dadurch wird das Fasten nicht ungültig, weil das wird ja auch durch den Körper nicht aufgenommen. Die nächste Sache, die das Fasten ungültig machen kann, je nachdem, ist das Erbrechen. Das Erbrechen gehört zu den Dingen, die die Gültigkeit des Fastens beeinträchtigen, das heißt können, gemeint. Und da muss aber zwei Fälle voneinander unterscheiden beim Erbrechen. Und zwar der erste Fall, man erbricht, weil man krank ist und es einen überkommen hat. Und der zweite Fall ist, wenn man selbst das Erbrechen provoziert. Weil es kann sein, dass eine Person krank ist und ihr geht es schlecht, und dann macht sie sich den Finger in den Hals und erbricht dadurch absichtlich. Das sind zwei verschiedene Fälle. Im ersten Fall, wenn man erbricht, weil es einen überkommt, in diesem Fall ist das Fasten weiterhin gültig, wie wenn man beispielsweise etwas Schlechtes gegessen hat und man von alleine erbricht. Im zweiten Fall provoziert man und löst den letztendlichen Brechreiz selbst aus, indem man zum Beispiel, wie gesagt, seinen Finger in den Hals steckt. In diesem Fall ist das Fasten ungültig. Und der Beweis für die Unterscheidung ist der folgende Hadith
von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Man zara'ahu al-qay'u falaysa alayhi qada', wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Wenn das Erbrechen überkommen hat, der muss das Fasten nicht nachholen. Wer allerdings absichtlich erbrochen hat, der muss nachholen. Und manche Gelehrte sprechen bei dieser Fallunterscheidung sogar von einem Ijma'. Sechster Punkt ist die Selbstbefriedigung. Bei der Selbstbefriedigung handelt es sich darum, selbst dafür zu sorgen, zum geschlechtlichen Höhepunkt zu kommen, indem man das auf die bekannten Art und Weisen macht. Die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, verbieten diese Praxis grundsätzlich und stützen sich auf eine Ayah im Koran Karim, wo Allah azza wa jal sinngemäß sagt in Surat al-Mu'minun, Vers 5-7, denjenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, denn sie sind hierin nicht zu tadeln. Wer aber darüber hinaus etwas begehrt, das sind die Übertreter. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, sagen die meisten Gelehrten, hat hier von zwei Arten gesprochen, wie man sich zufriedenstellen darf. Einmal ist die Ehefrau, einmal ist die rechtmäßige Sklavin. Und Allah sagte, wer darüber hinaus etwas begehrt, das ist der gehört zu den Übertretern. Ebenfalls stützen die Gelehrten sich auf die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat denjenigen Jugendlichen, die nicht heiraten können, empfohlen zu fasten. Und wäre die Selbstbefriedigung erlaubt, hätte er sich das Fasten sparen können. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und was für uns wichtig ist hier in das Thema von Fasten, dass das Fasten annulliert. Das heißt, macht das Fasten ungültig. Und der Beweis dafür ist, dass der Allah subhanahu wa ta'ala im Hadith Qudsi gesagt hat, das heißt eine Aussage Allahs, aber nicht im Koran, sondern im überlieferten Hadith, Allah sagte, يَدَعُوا شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي. Er unterlässt sein Bedürfnis, sein Essen und sein Trinken wegen mir. Und unter dem Begriff im arabischen Shahwa, das heißt Bedürfnis oder sein Verlangen, das, darunter fällt auch diese Sache. Und wer sagt, dass sie nicht darunter fällt, soll den Beweis dafür erbringen. Und wenn man sich selbst befriedigt, hat man sein Bedürfnis offensichtlich nicht unterlassen. Dabei ist es unerheblich, auf welche Weise dies geschieht. Entscheidend ist der Austritt des Spermas. Aber gemeint ist mit Lustgefühl, weil es gibt manche Leute, die sind krank und dann läuft bei ihnen Samen aus. Das ist nicht damit gemeint. Manche Gelehrte, rahimahumullah, und das sind die Hanbali und Malikiya, sind der Ansicht, dass bereits der Vorsamen, Al-Madhi, zur Annullierung des Fastens führt. Richtigerweise ist aber, dass dies nur beim Samenerguss der Fall ist, wie die anderen beiden Madhabs sagen. Und natürlich, was in diesem Kapitel für den Mann gilt, gilt parallel ebenfalls für die Frau. Der Samenerguss und oder die Vorsamenflüssigkeit zu provozieren. Wenn man es selbst provoziert, gemäß der richtigen Ansicht, wenn es um die Vorsamenflüssigkeit geht, wie wir gerade eben gesagt haben, bleibt das Fasten gültig, denn es ist nur eine teilweise Befriedigung, keine vollkommene. Und im Hadith heißt es, er unterlässt seine Shahwa und er hat sie hier nicht vollkommen unterlassen, Entschuldigung, er hat sie hier nicht vollkommen begangen, sondern nur teilweise, und deswegen umfasst es nicht den Hadith. Oder deswegen umfasst der Hadith nicht diesen Fall. Sollte man aber allerdings zum Samenerguss kommen, weil man mit seiner Ehefrau liebkost oder ähnliches, dadurch wird natürlich das Fasten ungültig, wie wir bereits gesagt haben. Was ist, wenn jemand auf etwas schaut, wodurch er stimuliert wird und dadurch das geschieht, er zum Samenerguss kommt, dadurch wird das Fasten ebenfalls ungültig. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat von einem verlangt, den Blick zu senken. Und wenn man den Blick eben nicht gesenkt hat, dann ist man selbst dafür verantwortlich.
Und gemeint ist allerdings mit dem mehrmaligen Hinschauen, weil der erste Blick, den hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen erlaubt. Schröpfung und ähnliches. Na, also noch einmal zusammengefasst, wenn die Vorsamenflüssigkeit absichtlich provoziert wird, wird dadurch das Fasten nicht ungültig. Wenn es allerdings zum Samenerguss kommt, dann wird es ungültig, auch wenn es mit der eigenen Ehefrau gewesen ist und erst recht natürlich, wenn es unrechtmäßig war, wie wir gesagt haben. Und sollte es mit dem Blick geschehen, so hat Allah subhanahu wa ta'ala uns den ersten Blick erlaubt, und sobald man etwas gesehen hat, muss man seinen Blick wegmachen, und dadurch natürlich kommt es noch lange nicht zu diesem zur Vorsamenflüssigkeit in der Regel oder auch nicht zum Samenerguss, schon gar nicht. Aber sollte es durch mehrmaliges Hinschauen geschehen, dann wird dadurch das Fasten ungültig, weil es einem nicht erlaubt ist, mehrmals zu schauen, wenn man weiß, dass man davon beeindruckt wird. Im darauffolgenden, im achten Unterkapitel, geht es um Al-Hijama und das Spenden von Blut. Das Schröpfen, auf Arabisch heißt Hijama, ist ein altes, bekanntes Heilmittel, das vom Islam gebilligt worden ist. Es geht hierbei darum, von einer bestimmten Stelle des Körpers, wie durch den Kopf, den Rücken oder an einer anderen Körperstelle, Blut abzunehmen, je nachdem, um welche Symptome es sich handelt. Wenn man allerdings an der falschen Stelle schröpft, kann es mehr Nachteile als Vorteile haben. Deswegen muss man dringend aufpassen, von wem man sich das machen lässt, und sollte man nicht leichtsinnig damit umgehen, damit man nachher nicht mehr Nachteile davon trägt als Vorteile. Am Kopf gibt es Stellen, an denen das Schröpfen gegen zu tiefen Schlaf und gegen Kopfschmerzen hilft. An anderen Stellen kann es zu Vergesslichkeit und sogar zu Gedächtnisverlust führen. Insofern soll nur jemand mit Sachkenntnis diese Praxis durchführen. Folgender Hadith weist darauf hin, dass das Schröpfen sowohl das Fasten des Schröpfenden als auch das des Geschröpften annulliert. Der Schröpfende ist derjenige, der das bei dir macht, und der Geschröpfte bist du, bei dem die Hijama durchzogen wird. Thauban radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sowohl derjenige, der das Schröpfen durchführt, als auch derjenige, für den es durchgeführt wird, haben ihr Fasten gebrochen. Sowohl derjenige, der das Schröpfen durchführt, als auch derjenige, für den er es durchgeführt hat, haben ihr Fasten gebrochen. Und dieser Hadith wird über mehr als 10 Sahaba überliefert. Das heißt nicht, dass alle authentisch sind, aber es ist außer Frage, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Aussage getroffen hat. Das ist die erste Ansicht, und sie stützt sich auf diesen Beweis. Andere Gelehrte, rahimahumullah, sind der Ansicht, dass diese beiden, das heißt der Schröpfer und der Geschröpfte, ihr Fasten nicht wirklich gebrochen haben, sondern sie verstehen darunter, dass sie kurz davor stehen, ihr Fasten zu brechen. Und das ist eine sprachliche Angelegenheit, und das kann man im Arabischen sagen. Das heißt nämlich im Arabischen aftar al-hajimu wal-mahjum. Das heißt wortwörtlich übersetzt, sowohl derjenige, der das Schröpfen durchführt, als auch derjenige, für den er es durchgeführt hat, haben ihr Fasten gebrochen. Aftara ist eine Vergangenheitsform. Aber mit dieser Vergangenheitsform des Verbes, aftara, kann man auch zum Ausdruck bringen, dass es beinahe schon der Fall ist. Ja, wir kennen das aus dem Koran al-Karim, und deswegen also ist die Fiqh und so keine so einfache Thematik, weil man sich auch in der arabischen Sprache gut auskennen muss. Und der Allah sagt im Koran al-Karim, oder besser gesagt, ein einfaches Beispiel: wenn wir zum Iqama ausrufen, sagen wir qad qamat as-salah, qad qamat as-salah. Das heißt, das Gebet sinngemäß hat schon begonnen, dabei hat es noch gar nicht begonnen, sondern gemeint ist,
es wird jetzt beginnen. Das Gebet beginnt jetzt, das Gebet beginnt jetzt gleich. Insofern, der andere Gelehrte sagen, dieser Hadith ist zweideutig und er sagt nicht klar aus, dass das Fasten wirklich gebrochen ist, sondern er sagt aus, diese beiden stehen kurz davor vor, ihr Fasten zu brechen. Weil man als Geschröpfter körperlich schwach wird. Weil man als Geschröpfter körperlich schwach wird durch das Schröpfen, denn du verlierst ja Blut. Und deshalb die Anstrengung des Fastens, vielleicht kann man das nicht standhalten. Ist die Frage natürlich, aber was ist mit demjenigen, der schröpft? Deswegen, das ist eine Meinung. Aber eine zweite Ansicht ist sicherlich eine stärkere Begründung. Die meisten Gelehrten, rahimahumullah, sind der Ansicht, dass dieser Hadith aufgehoben worden ist. Das heißt, dieser Hadith ist mansuch. Mansuch bedeutet, dass in diesem Fall, dass dieser Hadith eine Zeit lang im Islam gegolten hat, aber jetzt gilt der Hadith nicht mehr. Und wir brauchen auch einen Nasikh. Zu jedem Mansuch gehört ein Nasikh. Denn es gibt kein Mansuch ohne Nasikh. Das heißt, wenn wir einen Text haben, der inhaltlich aufgehoben worden ist, brauchen wir auch einen Text, der aufgehoben hat. Was ist der Hadith, der aufgehoben hat? Das ist der folgende. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu berichtet, er sagte, ihtajama wa huwa sa'im. Er spricht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sich schröpfen ließ, während er fastete. Und das weist darauf hin, dass man während dem Schröpfen, während dem Fasten, sich schröpfen lassen darf. Sonst hätte er es nicht gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Jetzt bleibt aber noch die Frage, welcher Hadith war vor dem anderen? Denn man könnte auch den Spieß umdrehen und sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich schröpfen lassen und später hat er gesagt, wer sich schröpfen lässt, dessen Fasten ist ungültig. Könnte ja auch umgekehrt der Fall gewesen sein. Die folgende umstrittene Überlieferung weist auch auf die Aufhebung des der Tatsache hin, dass das Fasten dadurch beeinträchtigt wird. Und zwar gibt es eine Überlieferung über Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم. Dieser Hadith ist jetzt eindeutig. Abu Sa'id radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم dem Fastenden die Schröpfung erlaubt hat. Jetzt kann man nicht mehr sagen, das muss vorher gewesen sein. Warum? Weil warum sollte er überhaupt über das Schröpfen während dem Fasten reden, wenn es vorher nicht schon eine Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gab, wodurch das Schröpfen das Fasten ungültig macht. Versteht ihr? Und deswegen, das ergibt sich eindeutig daraus, dass das eine nach dem anderen gewesen ist. Noch einmal, weil das Mikrofon aus war. Also das Problem, ich wiederhole noch einmal, das Problem an dem Hadith von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, er ist zwar eindeutig, aber er ist umstritten. Das heißt, ist der Hadith wirklich authentisch oder nicht? Das ist die Frage. Weil es reicht nicht aus, dass ein Hadith da ist, der klar ist. Er muss auch authentisch sein. Imam al-Tirmidhi sagt über diese Überlieferung, diese Überlieferung ist falsch. Richtigerweise ist sie Mawquf. Das heißt, es ist nicht die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er das erlaubt hat, sondern Abu Sa'id war der Meinung, dass man während der Hijama auch sein Fasten nicht bricht. Also wenn der Fasten seine Hijama durch die Hijama sein Fasten nicht bricht. Ad-Daraqutni rahimahullah ta'ala sagte hingegen über eine Version dieses Hadith, die in seinem Sunna-Werk überliefert. Alle Überlieferer sind vertrauenswürdig und ich kenne keine Illa. Und ich kenne keinen versteckten Fehler.
Und dieser Hadith, der gleiche Hadith, wird auch überliefert über Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Und auch wird das überliefert über Abu Sa'id, über Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Ad-Darqutni. Aber diese Überlieferung sagte er selbst, Ad-Darqutni, dass sie daif ist. Und die richtigere Ansicht lautet jedoch, dass das Schröpfen die Gültigkeit des Fastens nicht beeinträchtigt. Denn auch Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu hat dies so verstanden. Thabit al-Bunani berichtet, das ist einer der berühmten Briefer über Anas ibn Malik. Er sagte: Su'ila Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhum, akuntum takrahuna al-hijamata lis-sa'im? Qala la, illa min ajli al-da'f. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu wurde gefragt: Pflegtet ihr das Schröpfen für den Fastenden zu verabscheuen? Er sagte: Nein, es sei denn wegen der Schwäche. Das heißt, es sei denn, er wird dadurch schwach. Und insofern haben wir einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir wollen jetzt irgendwie Tarjih machen, im Sinne von, wollen wissen, welchen Hadith wir vorziehen. Wir haben einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam von Thauban, der darauf hinweist, dass das Fasten ungültig wird. Aber dieser Hadith ist nicht eindeutig. Und wir haben jetzt mindestens zwei Aussagen über Sahaba, Abu Sa'id radiallahu anhu, und auch Anas ibn Malik radiallahu ta'ala an, dass das Fasten dadurch nicht ungültig wird. Ihre Meinungen sind das. Sogar Anas radiallahu anhu wurde nicht persönlich angesprochen und fragte ihn: Pflegtet ihr Sahaba, du und deine Leute? Das heißt, es geht hier um mehrere Leute, die angesprochen worden sind. Und gleichzeitig haben wir auch einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er während dem Fasten Hijama gemacht hat. Und natürlich, wie gesagt, könnte es sein, dass dieser Hadith älter ist als der Hadith von Thauban. Ich habe gesagt, die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam während dem Fasten Hijama gemacht hat, könnte der erste Hadith gewesen sein und danach hat er es verboten. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass er erst verboten hat und danach Hijama gemacht hat, richtig? Und die Frage ist, welche Reihenfolge ist wahrscheinlicher? Wir sagen diejenige Reihenfolge, dass er erst verboten hat und danach es selbst gemacht hat. Warum? Weil, warum sollte Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma auf diese Sache hinweisen und sagen, dass er sehr wohl gesehen hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam während dem Fasten sich hat schröpfen lassen, wenn es nicht ihm genau darum ginge zu zeigen, wenn es Abdullah ibn Abbas nicht genau darum ginge zu zeigen, dass es doch erlaubt ist. Und das weist darauf hin, dass er auch dieser Ansicht ist, Wallahu ta'ala a'lam, auch wenn es nicht eindeutig ist. Und deswegen sagen wir, wir haben jetzt einen Hadith von Thauban, der ist zweideutig. Wir haben den Beweis, dass er es tatsächlich gemacht hat, alayhi salatu wassalam. Wir haben die Aussagen von einigen Sahaba radiallahu anhum, dass sie der Meinung waren, dass das Fasten dadurch nicht ungültig wird. Und so stärkt das die Waagschale der gängigen Ansicht, dass das Fasten nicht ungültig wird. Der folgende Marfu'-Hadith ist diesbezüglich sogar eindeutig, und zwar berichtet uns ein Sahabi radiallahu anhu, und Allah weiß, wer das ist. Ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet, aber das ist ja für uns gleichgültig, welcher Sahabi das gewesen ist. Denn es geht uns ja jetzt hier nur um die Tatsache, dass dem Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas zugeschrieben wird. Und solange wir uns sicher sind, dass derjenige, der es ihm zugeschrieben hat, vertrauenswürdig ist, weil alle Sahaba sind vertrauenswürdig, dann brauchen wir uns nicht dafür zu interessieren, wer das tatsächlich gewesen ist. Ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Schröpfen und das Fasten mehrerer Tage hintereinander, ohne das Fasten zu brechen, untersagte. Das heißt also, das Fasten, das Schröpfen, das, was uns interessiert. Das Fasten mehrere Tage hintereinander, Al-Wisal, das ist ein Thema für sich, darüber reden wir anders, inshallah. Wichtig ist, dass er das Schröpfen verbot.
aber aus Mitleid, Entschuldigung, dass er es untersagt hat, aber aus Mitleid nicht verboten hat. Er hat es untersagt, aber aus Mitleid nicht verboten. Das heißt, er hat den Leuten gesagt, macht es nicht, aber er hat nicht gesagt, dass es haram ist. Und das weist darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchmal den Leuten etwas sagt, als Empfehlung, macht etwas oder macht etwas nicht. Und das ist nicht immer verpflichtend oder nicht immer etwas Verbotenes. Dann sagte man zu ihm, sallallahu alaihi wasallam, du fastest doch bis kurz vor der Morgendämmerung, das heißt dieser Wissal, du fastest doch selbst bis zum nächsten. Und dann sagte er, ich faste bis kurz vor der Morgendämmerung, aber mein Herr gibt mir zu essen und zu trinken. Insofern dieser Hadith, manche der Gelehrten, die das Fasten im Falle der Schröpfung annullieren oder darüber gleich, deswegen dieser Hadith, wie gesagt, ist ein starker Hinweis darauf, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Leuten das zwar gesagt hat, aber nicht, weil es das Fasten ungültig macht, sondern aus Mitleid mit dem Fastenden und ihm gesagt, sinngemäß, wenn du das unbedingt machen willst, Hijama, mach's doch am Abend oder mach's nach Ramadan, mach's nicht während dem Tag, weil du bist sowieso schwach durch dein Fasten. Und wenn du jetzt zusätzlich noch Blutabnahme machst, wirst du noch schwächer und kann sein, dass du dein Fasten sogar brechen musst. Und Allah weiß am besten Bescheid. Manche der Gelehrten, und trotzdem wichtig ist auch eine Sache, es gibt einen Unterschied zwischen dem Urteil, Al-Hukm, und dem, was man den Leuten empfiehlt. Also der Gelehrte, wenn er gefragt wird, er muss nicht immer sagen Haram oder Halal, sondern er kann auch empfehlend reden oder einwirken auf den Fragenden. Das heißt, jemand kommt zu dir und fragt dich, darf ich meine Blutabnahme tagsüber machen im Ramadan? Sagst du der Person, Achi, muss das sein? Mach's doch lieber am Abend. Oder mach's lieber nach Ramadan, wenn es nicht sein muss. So geht man um. Weil man versuchen will immer, dass die Leute möglichst ihr Fasten bewahren. Denn selbst wenn das Fasten dir erlaubt, dass du während dem Fasten Hijama machst oder Blutabnahme machst, heißt es ja nicht, dass die Person es machen soll. Und kann sein, wenn sie es macht, ist sie bis zum Grund dafür gewesen, dass ihr Fasten dadurch ungültig wird, weil sie dadurch schwach wird und dann unbedingt was einnehmen muss. Deswegen soll man den Leuten immer das sagen, wodurch sie auf Nummer sicher gehen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch darauf hingewiesen, dass man nicht gottesfürchtig wird, wirklich gottesfürchtig wird, bis man das unterlässt, was nicht verboten ist. Aus Angst davor, etwas zu begehen, was verboten ist. Versteht ihr? Weil wenn man immer nur das macht, was halal ist, und nur dem aus dem Weg geht, was wirklich haram ist, dann bewegt man sich in die Nähe von haram. Wenn man sich in die Nähe von haram bewegt, passiert es sehr schnell, dass man aus Versehen auch mal wieder reintappt. Und deswegen der Gläubige soll immer einen Abstand lassen vom Verbotenen, dann geht er dadurch auf Nummer sicher. Manche Gelehrte, die das Fasten im Falle des Schröpfens annullieren, also wir reden jetzt von den Gelehrten, die das Schröpfen als Grund nennen, dass das Fasten dadurch ungültig wird. Sie annullieren es auch im Falle einer Blutabnahme, jedoch nur für den Spender. Richtigerweise bleibt das Fasten gültig, aber wie wir bereits gesagt haben. Das Schröpfen annulliert gemäß dieser Fasten aber nur dann das Fasten, wenn dies absichtlich, das heißt ungezwungen, gemacht wurde und man nicht vergessen hat, dass man am Fasten ist. Also auch nach der Ansicht, dass das Fasten durch Hijama ungültig wird und durch Blutabnahme ungültig wird, ist die Frage, was ist, wenn eine Person das dazu gezwungen worden ist, sagen wir, dadurch wird das Fasten nicht ungültig. Und was ist, wenn eine Person vergessen hat, dass sie am Fasten ist, dann wird das Fasten auch dadurch nicht ungültig. Denn das Gleiche ist ja auch beim Essen und beim Trinken. Im Falle von Verletzungen, bei denen man blutet oder bei Nasenbluten, bleibt das Fasten gültig. Also es geht hier nicht um eine Verletzung, es geht um Blutabnahmen. Und das eine ist viel Blut, anders wenig Blut. Wir machen keinen Unterschied. Aber auch trotzdem nicht, dass jemand denkt, dass wenn er
eine Verletzung hat, dass er dadurch sein Fasten bricht. Nein, Fasten bleibt dadurch gut. Wodurch kann man noch sein Fasten brechen? Der letzte Punkt für uns ist, das Fasten wird auch gebrochen durch die Absicht. Das heißt, man kann beabsichtigen, sein Fasten zu brechen. Die Absicht spielt eine große Rolle, wenn man im Laufe des Fastentages die Absicht hat, das Fasten zu brechen, ist das Fasten bereits ungültig. Ist das Fasten bereits ungültig? Das heißt, eine Person sagt, ich möchte fasten, aber um 16 Uhr verreise ich, dann will ich mein Fasten brechen. Sagen wir, dein Fasten ist jetzt schon ungültig. Da der Unterschied, durch diese Absicht wird dein Fasten ungültig, weil du musst entschlossen sein in deinem Fasten. Da der Unterschied einer fastenden Person und einer, die nichts isst und trinkt, die Absicht ist, das ist der Unterschied zwischen der einen Person und der anderen. Manche Gelehrte sagen, das Fasten wird durch die Absicht nicht ungültig. Das heißt, wenn eine Person sagt, ich möchte jetzt mein Fasten brechen, bleibt sein Fasten gültig, es sei denn, er isst und trinkt etwas tatsächlich. Und sie begründen es mit einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, Allah sieht bei meiner Umma von den Einflüsterungen der Brüste ab, solange sie nicht danach handeln oder sie es aussprechen. Das heißt, solange die Umma nicht danach handelt und sie die Sache nicht ausspricht. Das heißt also, wenn dir in den Sinn kommt, etwas zu tun und du machst es trotzdem nicht, dein Fasten bleibt gültig. Und wenn dir etwas in den Sinn kommt, du sprichst es aber nicht aus, dein Fasten bleibt dadurch gültig. Und die Frage ist, was ist, wenn eine Person etwas beabsichtigt? Und zwar sie beabsichtigt, das Fasten zu brechen. Wenn sie das Fasten beabsichtigt zu brechen, fällt sie unter diesen Hadith. Bitte die Kinder raus, Barakallah. Die Frage ist, ist dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Begründung? Die Antwort auf diesen Einwand lautet, dass sich der Hadith vielmehr auf Fälle bezieht, in denen man vom Satan Gedanken eingeflüstert bekommt, an die man selbst nicht glaubt. Satan jedoch versucht, damit die Menschen vom rechten Weg abzubringen. Das heißt also, es geht in diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht darum, dass Absichten keine Rolle spielen, sondern Absichten spielen eine Rolle. Die Absichten sind sogar entscheidend und die Taten des Herzens sind ja gerade die Absichten. Es geht also im Hadith nicht darum, sondern es geht in dem Hadith darum, dass der Shaitan manchmal dir einflüstert, dass du etwas tun sollst oder etwas machen sollst, aber du selbst willst es gar nicht machen. In diesem Fall sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist keine Sünde für dich, weil du diese Einflüsterung ja noch nicht umgesetzt hast in Wort oder in Tat. Oder der Hadith bezieht sich darauf, durch die Absicht gute Taten und Aussagen nichtig zu machen. Aber im Falle des Fastens ist die Absicht eine Handlung des Herzens. Und deswegen diesen Vorteil, den kann man anwenden. Das heißt also nach dieser Ansicht, wir sagen, man kann durch seine Absicht sein Fasten brechen. Das kann man anwenden, wenn man zur Maghrib-Zeit nichts zu sich nehmen kann, weil man beispielsweise gerade unterwegs ist. In diesem Fall beabsichtigt man einfach die Beendigung des Fastens. Und dann hat man sein Fasten dadurch gebrochen, auch wenn man dadurch noch nichts eingenommen hat. طيب, beginnen wir mit dem sechsten Kapitel. Fangen wir es an, werden wir mit Sicherheit heute nicht zu Ende bringen. Was das Fasten nicht ungültig macht. Grundsätzlich sollen wir verstehen, dass es Dinge gibt, die sich nicht bzw. schwer vermeiden lassen. Solche Dinge annullieren den Siyam nicht.
Die erwähnten Beispiele sind also bei weitem nicht alle. Also noch einmal, grundsätzlich gilt, dass nur das, was überliefert worden ist, direkt oder indirekt, das Fasten ungültig macht. Aber die Gelehrten weisen trotzdem auf ein paar Dinge hin, die das Fasten nicht beeinträchtigen, weil man denken könnte, dass sie das Fasten beeinträchtigen. Und zu denjenigen Dingen gehört grundsätzlich alles, was sich schwer vermeiden lässt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Das heißt, er hat euch in der Religion keine Bedrängnis auferlegt. Und es gibt Dinge, nicht dass jemand diese Argumente benutzt für andere Themen. Zum Beispiel, jemand könnte sagen, wenn man atmet und es sandig ist, bekommt man automatisch Staub in den Mund und schluckt das. Und vielleicht Sand und unbemerkt. Und das ist kein Nährstoff. Deswegen sollte man grundsätzlich sagen, dass alles, was nicht nährstoffhaltig ist, das Fasten nicht beeinträchtigt. Und wir sagen, das ist aber kein Argument. Weil diese Sachen, wie Staub oder ähnliches, das sind Dinge, die sich schwer vermeiden lassen. Und deswegen sind sie ausgenommen. Und nicht, weil sie nicht nährstoffhaltig sind. Zum Beispiel. Erstes Thema ist, versehentlich eine Fliege oder Staub schlucken. Das Fasten wird nicht beeinträchtigt, wenn man beispielsweise beim Reden aus Versehen eine Fliege schluckt oder Staub in den Magen gelangt. Es ist ein Unterschied, ob ich beim Reden eine Fliege verschlucke oder ob ich Wasser in meinen Mund nehme und gurgle und meinen Mund ausspüle und dadurch etwas verschlucke. Nicht das gleiche, weil das eine habe ich verschuldet, das andere habe ich nicht verschuldet. Beim einen habe ich nicht aufpassen können, von vornherein nicht. Und beim anderen hätte ich sehr wohl aufpassen müssen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam mir das gesagt hat. Das Fasten wird nicht beeinträchtigt, wenn man beispielsweise beim Reden aus Versehen eine Fliege schluckt oder Staub in den Magen gelangt, da es äußerst schwierig bis unmöglich ist, sich gerade vor Schmutz in der Luft zu schützen. Die zweite Sache, wir haben gesagt, dass Geschlechtsverkehr und Samenerguss und diese Sachen, die führen dazu, dass das Fasten ungültig wird. Was ist jetzt, wenn diese Sache stattgefunden hat vor der Fajr-Zeit und die Fajr-Zeit beginnt, man hat allerdings noch kein Russel gemacht? Die Gelehrten sind darüber unterschiedliche Meinung. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, er war der Ansicht, dass das Fasten dadurch ungültig wird. Wenn also eine Person Junub ist, bis die Fastenzeit anfängt, wird dadurch das Fasten nach seiner Meinung radiallahu ta'ala anhu ungültig. Man muss vorher schon den Russel gemacht haben. Marwan ibn al-Hakam rahimahullahu ta'ala hat dann damals Aisha radiallahu ta'ala anha gefragt. Warum? Weil Aisha radiallahu anha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie weiß am besten Bescheid über diese intimen Angelegenheiten mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und daraufhin antwortete Aisha radiallahu anha, und der Hadith wird auch über Salama überliefert radiallahu ta'ala anha, كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sie, manchmal ist die Fajr-Zeit eingetroffen, während er aufgrund seiner Ehefrau Junub war und trotzdem hat er danach den Russel erst vollzogen und gefastet. Dieser Hadith ist muttafaqun alaihi. Das heißt, bei Bukhari und bei Muslim. Der Botschafter zwischen Marwan und Aisha, nämlich eine Person namens Abdurrahman, hat dann diese Nachricht, diese Kunde, diesen Hadith zu Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu getragen, und er sagte dann als Antwort, Hunna a'lamu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, sie, die Frauen, kennen sich über den Propheten sallallahu alaihi wasallam besser aus. Und deswegen, das ist eine Wohltat, beziehungsweise eine
eine lobenswürdige Eigenschaft von ihm, radiallahu ta'ala anhu, dass er eben seine Ansicht zurückgenommen hat, nachdem er erfahren hat, dass jemand sich darüber besser auskennt und dass es einen Hadith gibt, der seiner Ansicht widerspricht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Und so sollte jeder Muslim sein. Jeder Muslim sollte möglichst, wenn er einen Hadith hört über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, der seiner eigenen Ansicht widerspricht, diesem Hadith folgen und seine Ansicht unterlassen. Was ist, wenn die Fajr-Zeit eintrifft, während man noch beim Geschlechtsverkehr ist, dann, das heißt während dem Adhan ist man noch am Geschlechtsverkehr, dann manche Gelehrte sind der Ansicht, dass das Hinausziehen ebenfalls als Geschlechtsverkehr gilt und deswegen sagen sie, dass man diesen Tag dann nachholen muss. Aber die Mehrheit der Gelehrten, das ist auch die richtige Ansicht, sie sagen, das Fasten bleibt gültig. Das Fasten bleibt gültig. Und das ist entnommen aus einer sehr detaillierten, feinen Angelegenheit. Allah sagt im Koran al-Karim, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Das Allah Azza wa Jalla hat uns erlaubt, zu essen und zu trinken, Klammer auf, auch Geschlechtsverkehr und alle Dinge, die man beim Fasten nicht machen darf normalerweise. Er hat uns diese alle Dinge erlaubt, bis der schwarze Faden vom weißen Faden klar unterscheidbar ist. Das heißt also, bis die Fajr-Zeit eingetroffen worden ist. Das heißt, Allah hat eindeutig erlaubt dadurch, dass die Person ihr Geschlechtsverkehr hat, bis die Fajr-Zeit eintrifft. Und wenn die Fajr-Zeit eintrifft, ist das Hinausziehen ebenfalls keine Sache, die das Fasten beeinträchtigt und somit gilt es nicht mehr als Teil des Jima', nicht mehr als Teil des Geschlechtsverkehrs. Wenn man weitermachen würde, dann gilt folgende Sache. Was ist, wenn eine Person trotzdem weiter Geschlechtsverkehr haben würde, während sie den Adhan vom Fajr hört im Ramadan? Erstens einmal gibt es zwei Themen. Eines Thema ist die Gültigkeit seines Fastens. Die Gelehrten sind sich alle darüber einig. Es gibt also ein Ijma', dass das Fasten dadurch ungültig wird. Die Meinungsverschiedenheit gibt es, muss sie eine Sühneleistung machen oder muss sie keine Sühneleistung machen. Denn normalerweise für den Geschlechtsverkehr am Tag von Ramadan, für einen Fastenden, dafür gibt es eine strenge Sühneleistung, wie wir gesagt haben, man muss einen Sklaven befreien, wenn man keinen finden kann oder keinen befreien kann, da muss man 2 Monate hintereinander fasten. Und warum gibt es aber trotzdem eine Meinungsverschiedenheit in diesem speziellen Fall? Die erste Ansicht der Gelehrten ist, sie sagen, ja, in diesem Fall muss man sein Fasten nachholen und auch die Sühneleistung machen. Und der Beweis dafür ist, weil er eben Geschlechtsverkehr gehabt hat am helllichten Tag von Ramadan und er hätte fasten müssen. Und die zweite Ansicht unter den Gelehrten ist, zu sagen, dass das Fasten noch gar nicht begonnen hat in seinem Fall. Denn er hat Geschlechtsverkehr gehabt. Und wenn dann der Adhan ertönt, dann hat er ja noch gar nicht angefangen zu fasten. Und wenn er noch gar nicht angefangen hat zu fasten, da können wir auch nicht sagen, dass er durch Geschlechtsverkehr sein Fasten gebrochen hat. Und deswegen sagen sie, dass dadurch das Fasten zwar ungültig geworden ist, aber er es nicht gebrochen hat und er dadurch auch keine Sühneleistung machen braucht. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.